su mujer me pegó. ¿Usted le gritó que era una rampla? Pues sí, compa. Esa... El Emisario plant einen Angriff auf ein lokales Krankenhaus und Pak Katari will es verteidigen. Sie haben die Wahl, aber wenn Sie ihm helfen, revanchiert er sich vielleicht. Rolas, remixes, tránsitos, varo, fuscas, escuadras, plomos, trocas, bases, gallos, putazos. Y aquí, cabrones, los más chingones. Esto es Radio Santa Blanca. Nähern uns der Klinik. El Emisario hat sich scheinbar noch nicht gerührt. Wir sollten dem Anführer der Rebellen unsere Ankunft melden. Gleich hinter dir, Boss. ¿Qué tal, compas? Gerade noch rechtzeitig. Ich höre, dass El Emisarios Männer unterwegs sind. Wie sieht's hier aus? Wir haben möglichst viele Ärzte und Patienten weggeschickt. Dazu ein paar Trucks mit Medikamenten und Impfstoffen. Wenn wir die Klinik verlieren, retten wir wenigstens etwas für die Kranken und Verwundeten. Ja, pues. Meine Tochter ist in der Klinik geboren. Und da bin ich, Carajo. Und verteidige sie gegen das Kartell, das daraus eine verfluchte Kokainfabrik machen will. Ist diesen Leuten denn nichts heilig? Nur der Tod, Kumpa. Darum sind wir hier. El Emisarios Männer können jeden Moment hier aufkreuzen. Wir müssen uns eingraben, bevor es losgeht. Verstanden. Da legen sich Rebellen mit dem Kartell an. Wie lautet der Plan? Akzeptiert euer Leben nicht, wie es gerade ist. Werdet mehr. Möge Santa Muerte euch segnen. Amen. Ich weiß nicht, wie sie aussieht. Das ist schon zu viel. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Heli, in den Staub. Feuer frei. Wir haben
Mission. Für meine erste. Ich habe sie zuerst getötet, weil sie mich mit diesen wunderschönen Frauen gesehen. Ich weiß nicht, dass sie die ordentlichen Schuss wird. Ich gehe in Position. Ich suche eine bessere Schusslinie. Sekunde, geh in Position. Okay, Ziel markiert. Roger, Ziel markiert. Eindrücks alle Tangos erledigt, Bereich sicher. Hier Bowman. Sieht so aus, als hätten sie die Kacke in Okoro zum Dampfen gebracht. El Sueño weiß von unseren Angriffen und will Blut sehen. El Jajo versucht seinen Enkel zu decken, hat aber einen schweren Stand. El Sueño verlangt eine Erklärung von El Emisario. Und El Jajo versucht eine Lösung zu finden, die seinen Enkel am Leben hält. Was heißt das für uns? El Jajo hat fast den ganzen Tag mit El Emisario telefoniert und wir konnten ihn anpeilen. Das ist unsere Chance. El Emisario steht im Ring und wenn wir ihn jetzt schnappen, erzählt er uns alles, was er weiß. Geben Sie uns den Standort, wir regeln das. Kann mir einer erklären, warum wir El Emisario rausbringen? Wir wissen doch, dass er nur wegen seines Opas da ist, wo er ist. Das ist doch niemand, der etwas im Kartell bewegt. Hast du eine bessere Idee? Klar. Knüpft das Arschloch einfach an einem Baum auf. Wofür sonst der ganze Ärger in Okoro? Emisario ist unwichtig. Bowman hat's auf El Jajo abgesehen. Wenn El Emisario verschwindet, braucht Sueño einen anderen Sündenbock. Er wird sich El Jajo zuwenden und wir bekommen die Gelegenheit, ihn zu schnappen. Verdammt, wenn Bowman jemanden will, lässt sie nichts anbrennen. Verdammt richtig. Hier ist alles auf. Vorwärts, ich bin hinter dir. Bien, Camarada. Glückwunsch zur Verteidigung der Klinik gegen El Emisarios Männer. Ich schäme mich nicht zu sagen, dass wir es ohne euch nicht geschafft hätten. Nicht der Rede wert. Wir setzen es auf die Rechnung. Ich habe noch eine Bitte. Bevor El Emisarios Männer die Klinik angriffen, wollte einer meiner Männer einen Truck mit Impfstoffen in Sicherheit bringen. Leider wurde er an einem Unidad-Kontrollpunkt angehalten und der Truck konfisziert. Der Impfstoff ist lebenswichtig, Gringo. Der Truck ist jetzt in einer Unidad-Basis. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber offen gesagt, kommt sonst niemand dafür in Frage. Verstanden. Wir werden sehen, was geht.
Die Unidad hat einen Rebellentruck voller Medikamente konfisziert. Holen Sie ihn für Kataris Leute zurück. Da sind die Medikamente in den richtigen Händen. La Revolución vencerá. Ziemlich viele Blinklichter und Knöpfe hier drin. Ich sitze, los geht's. Stoff muss schnellstmöglich zu Kataris Leuten. Also rein in den Laden, den Laster kapern und nichts wie weg. Verstanden. Todas las unidades regresen a su patrullaje normal. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Setze Drohne ein. Da ist noch ein Tango. Geh in Position. Lass mich in Position gehen. Ziel markiert. Ich sehe das Ziel. Moment, such eine gute Schusslinie. Auf dein Zeichen, Boss. Ich nehme die Penner unter Feuer. Hab ihn, er ist tot. Hab noch einen Tank. Hier sind Soldaten im Doppelpack. Da, beim Truck. Scharfschütze im Turm. Yo, sehe einen Soldaten. Nah am Mörser. Ich gehe in Position. Suche eine bessere Schusslinie. Ich hab das Ziel. Hab das Ziel. Sekunde, geh in Position. Bereit für den Angriff. Ziel eliminiert. Einen Unidad-Soldaten. Da, neben dem Geschütz.
Die Unidad hat einen Rebellentruck voller Medikamente konfisziert. Holen Sie ihn für Kataris Leute zurück. Da sind die Medikamente in den richtigen Händen. Die Unidad hat einen Rebellentruck voller Medikamente konfisziert. Holen Sie ihn für Kataris Leute zurück. Da sind die Medikamente in den richtigen Händen. Geh in Position. Ziel markiert. Ich sehe das Paket. Holen wir es uns. Ich sehe eine montierte Waffe. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ziel verloren. Ziel erfasst. Bin bereit. Kein Ziel. Wiederhole. Kein Ziel. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Ziele markiert, warte auf den Befehl. Ich sehe das Ziel. Auf dein Zeichen, Boss. Ein Drecksack weniger. Coordinando el ataque. Verstanden.
suche neue Position. Shit, ich muss die Position wechseln. Roger, ich schieße auf die Asche. Los geht's. Ich gehe in Position. Scheiße! Nein, in Deckung! Hab Pakatari wegen Mörserfeuer angerufen. Verstanden. Ausgesperrt. Position. Ich gehe in Position. Okay, Ziel markiert. Presencia enemiga encontrada. Manténganse fijos para las coordenadas. Comiencen el ataque. Thank you.
Atari, hier Nomad. Wir haben dein Paket. Wir liefern es jetzt ab. Bravo, mein Freund. Fahrt vorsichtig. Die Glasampulle mit dem Impfstoff sind sehr zerbrechlich. Eine zu schnelle Kurve und... Schon klar, wir sind vorsichtig. Nomad Ende. Man kam in der Stadt. Ich hatte meine Abuelita zur Kirche begleitet. Und als sie niederkniete, meine Kerze für meinen toten Vater anzuzünden, stolperte El Pelon durch die Tür, was die Leute verängstigte. Pelon blutete bereits, nachdem er von den Autodefensas zuvor angeschossen worden war. Ich dachte, dieser Sicario sei gekommen, um sich zu verstecken. Welche andere Tür stand ihm offen? Doch ich lag falsch. Dieser demütige Mann hinkte im Angesicht seiner Gefangennahme, seines Todes, von dem Gekreuzigten nieder. Er wandte das Gesicht zum Himmel und betete, Dios, befreie mich. Dann kamen die Autodefensas in die Kirche. Sie schlugen den Mann gleich vor dem Altar. Dann schleiften sie ihn nach draußen. Katari, hier Nomad. Das Paket wurde abgeliefert. Es gehört dir. Danke, Kumpa. Ich stehe in eurer Schuld. Der Impfstoff wird Leben retten. Ich fliege. Bereit, dreh auf.
Hier ist ein Sicario. Das Feld. Da ist noch ein Tango. Wir sind alarmiert. Drohne fliegt. Geh in Position. Hab das Ziel. Feuer frei, Feuer! Wartet, Waffenkiste entdeckt. Granate! Na, was für eine Sauerei. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Nett. Fahren wir! Noch ein Tango. Und das macht drei. Geh in Position. Such eine bessere Schusslinie. Moment, such eine gute Schusslinie. Mit dem sind's fünf. Ich hab das Ziel. Ich sehe das Ziel. Bereit für den Angriff. Tango getroffen. Der lohnt die Munition nicht. Alles klar? Für den Moment sah es ziemlich eng aus.
Cool. Wir lassen den Heli hier und die Rebellen holen ihn ab.